Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Tormented Souls. Ich bin Rönne und bedanke mich, dass ihr reinschaut. Ja, im letzten Video hatten wir dieses, ich sag mal, etwas abstrakte Rätsel mit dem Richterblock, wo ich bis jetzt immer noch nicht weiß, wie man auf die Lösung hätte kommen können. Ich glaube schon fast, dass es sich dabei um einen Übersetzungsfehler handelt. Selbst als ich das Video zusammengeschnitten habe, kam mir die Lösung irgendwie nicht. Allerdings ist mir aufgefallen, wir haben ja jetzt das elektrische Licht, oder eher gesagt eingefallen. Wir haben jetzt das elektrische Licht und können endlich die Gegner bekämpfen, die im Dunkeln waren. Und wir müssen eigentlich ins Büro, aber das Büro ist abgeschlossen. Zumindest von der Seite. Das heißt, wir müssten eigentlich durchs Schlafzimmer, Penthouse und dann ins Büro. Kinderzimmer haben wir auch noch da hinten. Aber um ins Schlafzimmer zu kommen, brauchen wir die Diskette. Die müssen wir erstmal finden. Aber wir hatten hier noch Duschraum und Wäscherei, die wir nicht betreten konnten, weil es hier dunkel war und wir Gegner hatten und keine Waffe zücken können. Das ist ja jetzt aufgehoben. Das heißt, wir müssen wieder in die untere Etage, in den Westflügel. Da hinten haben wir das Büro. Also hier durchs Besprechungszimmer. Oder Besprechungsraum ist es ja. Und dann wollen wir mal schauen, ob wir jetzt hier weiterkommen. Oh, oh, was ist denn hier? Ich höre doch Gegner. Wo ist er? Ist aber noch einer. Dreh doch endlich die Kamera, dass wir wissen, wo er ist. Da ist er. Nein! Noch einer. Haben wir hier drei Gegner? Ach du Heiliger. Wo ist denn der andere? Ah, wahrscheinlich da hinten in der Ecke, wo wir auch lang müssen. Moment, 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 Moment. Nochmal kombinieren. Ah, nur noch 30 Schuss und 8 Schuss für die Schrotflinte. Müssen ein bisschen vorsichtiger hier mit der Munition umgehen. Hä? Ich hab doch eben noch einen gehört. Und wir hören doch auch die... Ah! So, noch mit der Brechstange nachschlagen. Jawoll. Meine Güte. Wieso sind denn hier jetzt wieder neue Gegner? Finde ich nicht gut. Wahrscheinlich noch mehr, hä? Kennt man ja, wenn man Gegenstände endlich hat, um an bestimmte Bereiche wieder zu... oder in bestimmten Bereichen weiterzukommen, hat man dort oftmals Gegner. Ich höre doch schon... Oh, 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 auch noch der hier. Wird langsam knapp. Wenn wir jetzt hier wieder neue Gegner haben in den ganzen Bereichen, wird's eng. Genau, wir müssen den Raum ganz durchgehen, am Studio vorbei bis zum Duschraum. So, hier, das ist die öffentliche Toilette.
Schon wieder einer. Jetzt sollen sie uns aber die Munition aus der Tasche ziehen, wa? Jetzt wollen sie uns die Munition aus der Tasche ziehen und es funktioniert. Oh. Können wir den nicht anzünden hier? Ja, an ihm kamen wir, glaube ich, gar nicht vorbei. Als er so dunkel war. An dem Chewbacca-Dubel. Neuer Raum, 100 pro auch neue Gegner. In der Wäscherei. Wir finden auf jeden Fall Maria Wildbergers Tagebuch Abschnitt G. Das schreibe ich nochmal kurz auf. Wir lesen uns das Ganze ja mal durch. 14. November 1980. Anna und Emma mögen eieige Zwillinge sein, aber ihre Persönlichkeiten sind sehr verschieden. Anna ist extrovertiert, ein lautstarkes, waches Mädchen, während Emma still und distanziert ist. Vor ein paar Tagen und nach einer Menge Arbeit hat sich zwei wunderschöne Kleider für sie fertiggestellt. Sie brauchten gerade mal einen Nachmittag, um sie beinahe komplett zu ruinieren. Sie kamen aus dem Wald zurück, schmutzig von Kopf bis Fuß mit Zweigen und Blättern in den Haaren. Die Kleider waren zerrissen und zerfranst und ich einem Wutanfall nahe. Aber ich schürzte meine Lippen, nahm ein paar tiefe Atemzüge und erklärte ihnen, meine Tränen schluckend, wie viel Arbeit mir diese Kleider gemacht hatten. Annas Augen wurden glasig und sie stammelte eine Entschuldigung, starrte zu Boden. Sie schien tiefes Bedauern zu empfinden. Emma aber blickte mir direkt und mit unbedarftem Ausdruck in die Augen und dann formte sich ihr Gesicht, nur eine Sekunde lang, zu einer höhnischen Grimasse. Ihre kalten Augen ließen mich erstarren. Von ihrem Ausdruck erschrocken und ohne zu wissen, was ich sonst tun sollte, schickte ich sie auf ihre Zimmer. An diesem Tag aßen sie nicht zu Abend. Haben wir hier einen bösen Zwilling? Haben wir hier noch mehr liegen? Auf jeden Fall etwas Munition. Die können wir sehr gut gebrauchen. Fest verschlossen. Ist noch zu viel Druck drauf, wa? Was ist das? Riecht grässlich. Gedärme. Okay. Komm. Mit Gewalt. Brechstange. Geht nicht? Mit dem Hammer einschlagen? Geht auch nicht. Finden wir sonst was? Oh. Ist ja gut. Ich wollte nur deine Wäsche rausholen. Wo kommst du auf einmal her?
weg mit dir. Meine Güte. 17 Schuss nur noch für die Nagelpistole. Es wird langsam knapp. Und wir haben hier noch die Duschkabine vor uns, ne? Den Duschraum. Aber hier ist irgendwas rausgeflogen. Eine leere Kiste mit einer medaillonförmigen Vertiefung. Leute, das Medaillon ist... Das brauchen wir im Keller. Definitiv. Jetzt brauchen wir nur irgendwie eine Gießerei. Aber wieso war das in der Waschmaschine? Mach wieder zu. Wieso können wir das nicht wieder zumachen? Aha, so. Hier gibt es nichts mehr zu tun. Die Waschmaschine ist voller Blut. Müssen wir da etwa Blut reinfüllen? Das Spiel will ja wirklich komische Sachen von uns. Tatsächlich. Eine Kiste mit einer medaillonförmigen Vertiefung, die mit Blut gefüllt ist. Nur wie kriegen wir das hart? Naja, wir sind auf jeden Fall einen Schritt näher, die Tür im Keller zu öffnen. Aber wir brauchen ja noch die Diskette für den Schlafraum. Eigentlich müssen wir ja ins Büro, ist unsere nächste Aufgabe. Duschraum. Wir wissen genau, was passiert, wenn wir hier einen Stöpsel ziehen. Hallo. Keinen Spaß beim Baden gehabt? Finden noch eine weitere Starkstromladung für die Waffe, die wir noch gar nicht verwendet haben. Und nochmal einen Erste-Hilfe-Kasten. Heilt größere Verletzungen. Was für eine schreckliche Art zu sterben. War in der Wanne nicht eben noch Wasser? Ah, der hier hält was. Das ist, glaube ich, die Diskette, oder? Habe ich das gerade richtig gesehen? Ein Gerät zur Durchführung einer Hochdruck-Hydrotherapie wurde Anfang des 20. Jahrhunderts zur Behandlung von Geisteskrankheiten verwendet. Woher weißt du das? Ah, oh, Schrotflintenmunition. Auch nochmal gut. Auch nochmal gut. Und das ist die Diskette, Leute. Eine alte Diskette. Auf der Vorderseite stehen Namen. Okay. Sind das wirklich Namen? Judas ist ein Name. Lois ist ein Name. Milka Schokolade. Oh, sogar mit Schreibschutz. Ist das wichtig? Ach, die guten alten Disketten. Hey, sogar das kann man verschieben. Hat das irgendeinen Sinn? Moment, was haben wir denn hier? Da steht doch was. 3 plus 6 minus 9 ist 0. Ah, Moment. 3 plus 6 Lomatischer minus Lois. Also Martha kommt da raus. Martha.
Ist die Diskette vielleicht passwortgeschützt? Wir hatten ja noch den, Moment. Wir hatten hier das Lager. Müssen wir die Diskette erstmal entschlüsseln, bevor wir damit ins Schlafzimmer können? Wir werden es mal ausprobieren. Ah, dafür müssen wir durchs Studio. Wo war jetzt das Studio? Office. Ah, dieser Wechsel nervt so ein bisschen. Genau, Kapelle. Ah! Kommen wir überhaupt die Treppe hoch? Das sind zwei, oder? Hey! Weg mit euch! Oh, Gefahr! Gefahr, Gefahr, Gefahr! Ich glaube, ich nehme meinen Erste-Hilfe-Kasten. Da sind wir wieder voll dabei. Und ich sollte wieder die Nagelpistole ausrüsten. Und hier haben wir schon wieder die Geräusche. So, Lager. Lager, Lager, Lager. Haben wir uns hier überhaupt überall schon umgeguckt? Hier steht auf jeden Fall der PC. Wo kamen wir denn da oben raus? In der Küche. So, Diskette für das Speichern eines neuen Kennworts eingeben. Müssen wir da jetzt Martha draufschreiben? Ich probiere es einfach mal. Jawohl. Hat auf jeden Fall geklappt. Waren wir eigentlich in der Küche schon? Ich glaube ja, ne? Der Unrat hat sich aufgetürmt. Ja, hier waren ja irgendwelche Überreste drin. Und lecker Äpfelchen. Moment, Leute. Wir können das Blut doch einfrieren.
Können wir die Küche durch die Zeitreise betreten? Wir sind ja in der Kapelle. Müsste eigentlich klappen. Wir waren ja im Schrank, um die Batterie zu laden. Dann müsste das auch bei der Küche klappen, oder? Das wäre ein Versuch wert, Leute. Das wäre in der Tat ein Versuch wert. Das heißt, wir müssen noch mal ins Besprechungszimmer. Das war auf E2, ne? Genau. Das mache ich auch, bevor ich die Diskette einsetze. Das will ich ausprobieren. Das will ich auf jeden Fall ausprobieren, Leute. So, dann, ach nee, Quatsch, hier rüber. Kapelle. Dann müsste hier die Küche sein. Ja, Leute. Ja, Leute, das klappt, das klappt. Haben wir uns hier in der Zeit überhaupt schon umgesehen? Liegt ja noch was rum? Tagebücher? Oder sonst was? Nee, okay. Das heißt, das dürfen wir gleich nicht vergessen, aus der Küche zu holen. Jetzt will ich erstmal wissen, was wir im Schlafzimmer finden. Ich hoffe, das hat funktioniert. Jawohl! Jawohl, 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 jawohl. Ach. Aua. Womit spucken die eigentlich immer? Oh, ein Morphinfläschchen. Aber wir sind aber noch fit. Okay. Eine gebrauchte Schallplatte. Okay. Ich hatte eigentlich auf Tagebucheinträge gehofft. Tonband. Und hier haben wir noch ein Tagebuch. Maria Wildbergers Tagebuch, Abschnitt E. Muss ich auch noch mal kurz aufschreiben. 21. Mai 1968. Ich bin schwanger. William ist voller Hoffnung, aber auch verhaltener und ernster als letztes Mal. Er hat ein Dienstmädchen angestellt, die mir nicht von der Seite weicht. Ich möchte den Gedanken zunächst
Ich mochte den Gedanken zunächst nicht, aber Enne und ich sind in den gemeinsamen Monaten gute Freunde geworden. Ja, nach ihr haben wir wohl das, hat sie wohl auch das Kind benannt, eines der Kinder. Sie hat beinahe mein Alter und liebt die Kunst wie ich. An manchen Nachmittagen sprechen wir stundenlang über berühmte Künstler, Poesie, Malerei und Skulpturen. Ich fühle mich ein bisschen schuldig. Mit William könnte ich nie über solche Dinge reden. Doch natürlich hat mich das einzige Thema, über das er leidenschaftlich diskutieren kann, nie besonders interessiert. Die Medizin. Wir haben schon wieder denselben Fehler, Leute. Wie schon zuvor bei Eintrag C? E? Nee, E hatten wir ja gerade. Ja, hier wie bei F. Die rechte Seite können wir nicht lesen. Wieso? Die Medizin. La Medizina. Der Text wird nichts. Das ist doch ärgerlich. Das ist doch ein Fehler. Ich krieg ja hier nur die Hälfte der Story mit. So, im Penthouse. Kennen wir das hier nicht aus dem Spiegel? Nö. Lass uns mal in Ruhe. Und die haben auch nicht mehr allzu viel Munition. Ich überlege, ob ich die Waffe hier mal ausprobieren soll. Wo ist es hin? Hallo? Ist jetzt weg oder was? Versteckt sich hier bestimmt in irgendeiner Ecke. Ich sehe es schon kommen. Und dann kriege ich einen Herzinfarkt. Ist das Vieh jetzt weg? Was für ein grauenvolles Experiment. Gibt's hier nichts? Und wo ist das? Wo ist das Vieh hin? Kinderzimmer? Das Tagebuch eines Kindes, Eintrag 3. Okay. 15. November 1980. Wir flohen so leise wie möglich aus der Villa. Wir gingen zum Hafen unten am Hügel. Mutter war aufgewühlt, sie konnte kaum atmen und große Blasen erschienen auf ihrer Haut. Wir waren halb über der alten Brücke, die sich 20 Meter über dem Fluss erstreckt, als Männer in diesen furchtbaren Anzügen auf beiden Seiten hinter den Bäumen hervorkamen. Mutter hielt meine Schwester und mich in ihren Armen, als wir uns dem Geländer näherten. Die Männer kamen langsam auf uns zu, während die Brücke laut knarzte.
Mutter schob uns immer näher an den Rand. Eines der Bretter brach durch und meine Schwester stürzte mit einem Schreien nach vorn. Ich erwischte ihren Arm, aber ich war nicht stark genug, sie lange genug zu halten. Sie fiel, ich konnte es nicht verhindern. Mutter konnte nicht so schnell reagieren und verlor ebenfalls ihren Halt. Die Männer packten uns und brachten uns zu Großvater Noah. Mutter sah mit jeder Sekunde schlimmer aus. Großvater ließ mich in eine Zelle werfen. Niemand würde mich hören, so sehr ich auch schrie, sagte er mir. Und er sagte, da meine Schwester nun tot wäre, hätte ich keinen Nutzen mehr, weil er uns beide gebraucht hätte, um den Eingang zum Gewölbe zu öffnen. Nachdem er gegangen war, war ich allein, eingesperrt in einer Zelle mit nicht mehr als einer einzelnen Kerze. Ich schrie und weinte, bis ich nicht mehr konnte. Das sind vielleicht die letzten Worte, die ich schreibe. Ich bin mir sicher, dass ich hier unten sterben werde. Warum ist all das geschehen? Ich wünschte, du wärst hier, Vater. Was haben wir denn hier? Hier würde etwas hineinpassen. Aber etwas, was wir nicht haben. Diese Kinderzeichnungen sind irgendwie verstörend. Ja, nach dem, was sie erlebt hat, auf jeden Fall. Okay, aber wir müssen ins Büro. Da liegt Munition, da liegt Munition. Und wir haben einen Plattenspieler. Eine Grammophonkurbel, ja. Ach so, natürlich, erst die Nadel aufsetzen. Okay. Werden wir wohl auch irgendwo brauchen. Brauchen wir wohl noch ein Auge, ne? Eine Art Kiste, fest verschlossen. Wahrscheinlich können wir das öffnen mit dem Auge, oder? Achso, da sitzt die Tür in den Flur. Dann ist ja jetzt hier alles aufgesperrt. Was ist denn hier passiert? Ein Kamin wurde vor kurzem entzündet. Ist William dann hier? Löst verrostete Teile, lockert festsitzende Getriebe. Ein Foto einer Stahltür. War ich da schon mal? Ja, das war, glaube ich, das erste Mal, wo wir durch den Spiegel gegangen sind und da waren die Teile doch auch verrostet. Brauchen wir da etwa das Mittel, das wir gerade gefunden haben? Müssen wir da nochmal hin? Hallo? Der Körper ist noch warm. Vor ein paar Stunden muss er noch gelebt haben. Was geschieht hier? Draußen ist es zu dunkel, um irgendetwas sehen zu können. Eine Reihe wissenschaftlicher Bücher.
Und wir finden William Wildbergers Tagebuch, Eintrag Nummer 8. Auch nochmal aufschreiben. 17. Dezember 1994. Ich ging zur Toilette zurück, wo ich die Person allein gelassen hatte und stellte fest, dass sie entkommen war. Wie konnte ich so gedankenlos sein? Ich habe keine Testsubjekte mehr und nachdem alle in das neue Hospital überführt wurden, ist das Akquirieren neuer Subjekte kompliziert. Ich werde nicht länger warten. Ich kann es nicht ertragen, sie wegen mir und meinem Ego in diesem Zustand zu sehen. Ich werde Maria das Gegenmittel geben. 17. Dezember 1994. Ich habe Maria ein Gegengift verabreicht. Zunächst verkrampfte ihr Körper und sie gab einen ohrenbetäubenden Schrei von sich. Er hielt nur wenige Sekunden an, dann wurde wieder alles still und sie sank in ihrem Bett zusammen. Sie war es, ihre Haut, ihr Haar, ihre Augen, die mich ansahen, vollkommen klar. Als sie ihre Lippen schwach bewegte, um etwas zu sagen, kam ich näher heran. Was sie sagte, ließ mein Herz stillstehen. William, mein Vater, hat die Mädchen. Ich wich zurück, vollkommen perplex. Ihre Augen schlossen sich langsam und ein zufriedenes Lächeln legte sich über ihr Gesicht. Hat sie all die Zeit gefangen in diesem Ding, darauf gewartet, mir das zu sagen? Jetzt hat er in dein Leben gefunden. Ruhe in Frieden, meine Liebste. War sie das, die wir eben gesehen haben im Penthouse? Die Dinge, die ich dir antun werde, lassen sich nicht in Worte fassen, Noah. Sobald du mir erzählt hast, was du meinen Mädchen angetan hast, wirst du mich darum anflehen, dass ich dir dein Leben nehme. Das ist seltsam. Ich fühle mich gar nicht gut. Mein Herzschlag hat sich beschleunigt. Mein Mund ist trocken, meine Augen getrübt, meine Kehle zugeschnürt. Diese Symptome. Jemand hat meinen Wein vergiftet. Der Priester hier ist Noah, oder Leute? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, wir brauchen das Auge hier. So, und wir müssten jetzt eigentlich in den Keller. Ne, nicht in den Keller, was erzähle ich? Erstmal müssen wir zurück in die Küche und das Blut holen. Das brauchen wir für den Keller. Wo haben wir das erste Mal die Reise gemacht? Ich glaube, das war in der Entbindungsstation. Genau, für die Herz-OP. Waren wir überhaupt schon im Neugeborenen- und Entbindungsraum? Ich glaube auch noch nicht, oder? War das nicht auch zu dunkel? Die Tür war auf jeden Fall von der Seite abgeschlossen. Ich meine, hier kamen wir auch nicht weiter. Das heißt, da müssen wir auch nochmal schauen. Und hier ging es ja in einen kleinen Raum, wo der Spiegel war. Und dann kamen wir dort auf die Entbindungsstation und da war, glaube ich, die Tür, die wir eben gesehen haben. Das heißt, da sollten wir hin und wir sollten uns nochmal das Blut aus der Küche holen. Ich renne hier mit der Waffe rum, die wahrscheinlich sehr, sehr stark ist. Ich lade nochmal die Nagelpistole nach. Und ich hoffe, dass uns die Blutspur geht hier raus. Ich habe kein gutes Gefühl, Leute. Uah! Wusste ich's doch. Nö, 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 nö. Wenn die das ist, können wir sie wahrscheinlich auch nicht bekämpfen, oder? Ich weiß es nicht, ich will es gar nicht ausprobieren. Wir umgehen sie mal kurz. Ich hoffe, das funktioniert.
Ich hoffe, das funktioniert nicht, dass sie uns jetzt hier... Ich will das ehrlich gesagt nicht. Fuck. Ich glaube, wir sollten nochmal speichern. Nicht, dass wir hier jetzt eine Situation haben, in der wir sterben können. So, erstmal in die Küche das Blut holen. Das dürfte ja eigentlich geklappt haben. Wieso ist die denn jetzt hier überall? Wir können sie umgehen, indem wir einfach wieder den Raum verlassen. Okay, die folgt uns jetzt wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Okay. Leute, ich muss speichern. Nicht, dass die uns erwischt und wir tot sind. Zumindest hören wir es anhand der Musik, wenn sie da ist. Das ist schon mal gut. Boah, ich habe gerade so eine Anspannung, Leute. Bei jedem Raum, den ich betrete, kriege ich Angst gerade. Okay. Ach, das Untersuchungszimmer. Wir müssen nochmal zurück, um zu speichern. Dann mache ich das Ganze im nächsten Video. Wir sind ja schon wieder fast... Nö! Aber gut, dass man sie so umgehen kann, oder? Du bist schuld. Wie kann man bei der Puppe Gänsehaut kriegen, wenn hier so ein Vieh rumrennt? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, der PC ist nicht eingesteckt. Hier können wir speichern. Hier war das blutige Laken. Ja, Leute, ich werde hier auf jeden Fall speichern. Mann, Mann, Mann. Dann hören wir mal... Huch, das ist falsch. Hören wir mal, was sie jetzt zu sagen hat. Das interessiert mich jetzt brennend. Nichts? Okay, gut, dann werden wir im nächsten Video auf jeden Fall hier nochmal in die Entbindungsstation gehen. Neugeborenenraum, Entbindungsraum, schauen wir erstmal danach. Dann müssen wir hier nochmal durch den Spiegel und ja, die Tür öffnen. Ich hoffe, es funktioniert so, aber... Eigentlich führt uns das Spiel ja immer so ein bisschen vor. Wir sollten ins Büro, da haben wir dieses Lösungsmittel gefunden und nochmal das Bild von dieser Tür. Also eigentlich müsste das unser Hauptziel sein, da jetzt hinzukommen. Auf der anderen Seite müssten wir jetzt doch auch eigentlich im Keller die Türe öffnen können. Wir haben die Diskette, die wir brauchen, oder? Habe ich die wieder mitgenommen? Nee, wir müssen die Diskette nochmal holen. Die brauchen wir doch im Keller. Da war doch auch so ein Diskettenslot. Und das gefrorene Blutmedaillon haben wir. Na gut, aber das alles erst im nächsten Video. Gespeichert haben wir jetzt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen.
hoffe, dass ihr bei meiner nächsten Episode zu Tormented Souls wieder mit dabei seid. Wünsche euch bis dahin alles Gute. Euer Rönne.